Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Train Fever. Ich spiele heute mit offenem Fenster, falls ihr irgendein Vogelgezwitscher im Hintergrund hört. Das kommt von draußen. Weil ich habe 27 Grad heute. Ich kann heute nicht mit geschlossenen Fenster spielen. Das geht einfach nicht. Oh, was gibt's denn hier? Parallelfahrt, das wollen wir uns angucken. Na gut, ganz so parallel war es nicht, aber annähernd. Annähernd parallel. So. Gestern, wo sind wir denn stehen geblieben? Wir haben die Züge ausgetauscht und waren eigentlich mit dieser Strecke beschäftigt. Ist sie denn schon gut angenommen worden? 3. Was haben wir denn für einen Takt hier? 6-Minuten-Takt. Und sehr wenig Geld. Ja gut, es ist ja erst neu alles, ne? Guck hier vorne schon mehr mit. Was ist denn hier hinten los? Ich habe aber Angst, dass da ein Wittenberg blauen. Ah, da kommen die 2 Züge gerade, ne? Das ist aber so typisch. Sind eigentlich jetzt alle mittlerweile mit Gütern versorgt? Nee. Läuft noch nicht so ganz. Stendal? Auch nicht. Was habt ihr denn für Probleme hier? Mehr Eisenerz soll geliefert werden. Ah, da müssen wir neue Lokomotiven. Da müssen schnellere Lokomotiven und bessere Waren und alles drauf. Das muss ja nochmal überarbeitet werden. So, was ist hier los? Manchmal könnte man denken, die Flussstrecke funktioniert nicht, aber da hat man auch neue Züge drauf gesetzt, ne? Wo sind sie denn gerade? Hier. Was ist denn eigentlich hier? Hat es jetzt hier für eine große Straße nicht mehr gereicht oder habe ich das vergessen? Ne, es hat nicht gereicht. Gut zu wissen. Okay, wir haben jetzt noch insgesamt 1, 2, 3 Städte nicht angeschlossen. Die würde ich jetzt gerne noch anschließen, danach können wir uns Gedanken machen, wie wir alles verbessern. Und jede Stadt bekommt einen Straßenbahnanschluss, das habe ich mir jetzt mittlerweile überlegt. Nur noch mal zur Information, ich nehme hier gerade sehr stark im Voraus auf. Heute ist da 6. Juni. Also falls ihr irgendwas sagt, ich kann auch erst wieder am 18. Nee, ich weiß es, ne? Weil, wie gesagt, ich bin unterwegs. Arbeiten und so, ne? Okay. Wir müssen jetzt eine Verbindung von hier aus machen. Von hier geht die nach Wittenberg. Wo war denn Wittenberge? Wittenberge ist hier. Nehmen wir Wittenberg. Geht die Strecke hier raus. Über Pirna. Und nach Pirna. Machen wir erstmal so die Strecke. Deshalb würde ich gerne den Bahnhof vergrößern und die Verbindung Laura-Gotha-Dessau machen. Das könnten wir eigentlich gleich machen. Verbindung Laura-Gotha-Dessau. Dann ist das geklärt. Dann kann man vielleicht mal Weiterfahrt da lang machen, aber das soll eh eine Strecke halt sein. Okay. Gucken wir mal Landnutzung an. Setzen wir uns im Bahnhof, sagen wir mal 3 Gleise, ich weiß nicht, was hier noch kommen soll. Setzen wir den mal hier hin. Oder hier ran. Und versuchen uns mal daran die Gleise da drüber zu kriegen. Irgendwie. Wartet. Wenn ich das gleich immer so mache, ne, ist es besser. Was ist denn das für ein Zug? Ja, auf der Strecke tausche ich jetzt, da kommt gleich neues Fahrzeugmaterial sogar drauf. Was ist denn hier los? Oha. Hier geht's ja runter.
Hat ich das überhaupt nicht im Visier gehabt? Da müssen wir noch mal kurz das Stück rückgängig machen. Weil würde ich alles nochmal rückgängig machen. Da gehe ich nämlich vorher schon tiefer runter. Da können wir nämlich sagen, wir gehen jetzt hier jetzt. So. Ja, was ist mir nicht so auch? Nee, es geht nicht. Alles nicht so schön, machen wir es mal so. Aber da wird es machen anscheinend, so wie es aussieht. Also probieren wir es doch mal. So, guck mal, was hab ich denn jetzt gemacht? Bin ich denn doof? Schon ein bisschen, ne? Wartet. Wir müssen hier das Stück nochmal abweisen. Ja, nee, abreißen ist eigentlich auch doof. Wenn wir hier reingehen, dann brauchen wir hier auf jeden Fall zwei Gleise für den Durchgangsverkehr und eins zum Enden. Ich würde mal einen viergleisigen Bahnhof hier empfehlen. Aber ich würde den Zug erst noch gerne ankommen lassen, weil dann gibt es noch mal ein bisschen Geld. Und hier sind noch ein paar Passagiere weniger. Schließlich muss ja komplett abgerissen werden. Und es kostet. Das ist jetzt echt dann die letzte Dampflok, die bei uns fährt, ne? Oh, schöne Parallelausfahrt. Haben sie eigentlich recht schön gemacht gerade. Jetzt ist bestimmt hier Dings im Weg. Oh, was gibt's denn jetzt? Offener Güterwagen, das ist schon mal was sehr Feines. Welches Fahrzeug ist denn hier im Weg? Ah, jetzt. So, und jetzt nehmen wir hier einen viergleisigen Bahnhof. Bin natürlich nie wieder so schön reingekommen jetzt wie... wie das mal war. Super. Vielleicht verlängern wir einfach die Gleise mal. Und legen den hier hin. So. Machen das so hier dann. Moment, muss das so noch weg. So. Jetzt haben wir bloß das Problemchen, dass erstens mal die zwei gruppieren müssen. Guter HBF. Dann bekommt Tram Guter zwei neue Haltestellen.
Nach der 6 kommt jetzt noch das. Und nach der 14 kommt der. Und dann müssen wir mal versuchen, das hier jetzt irgendwie wieder anzuschließen. Wir können sie erstmal provisorisch hier machen, schnell. Weil ich muss sagen, ich habe gerne immer, ich baue gerne, wenn noch was sich bewegt. Ist aber eigentlich scheiße, wenn sich was bewegt. Außerdem müssen die Züge jetzt alle weg schnell. So, dass hier jetzt alles steht, das ist klar, weil wir haben jetzt mehrere Linien unterbrochen. So, das muss alles weg. Ja, was habe ich denn hier aufgemacht? Dann müssen wir jetzt versuchen. Ja, über 3 mit wegreißen sollte man es überrunden. Ja, man sollte versuchen, die 2 anzuschließen. Da wir jetzt moderner sind, ne, bauen wir ja nur noch Betonbrücken. Dabei ist es also geblieben. Ich finde die Betonbrücken irgendwie schöner als der andere Scheiß, den es hier gibt. So, das geht. Und so. Läuft die eine Strecke schon mal wieder? Nee, läuft sie nicht. Da können wir dir aber sagen, dass sie gehen soll. Und zwar Neubrandenburg-Gotha. Ist jetzt der Bahnhof. So. Jetzt müssen wir versuchen, hier ein Gleis dort hochzuziehen. Alles klar, da kommen wir schon mal hier ein bisschen in Probleme. Was schon ein bisschen zu erwarten war. Man könnte sagen, wir machen es so hier. Und baut jetzt hier die Kurve hoch. Da hat er eine Kollision bei der Terrainangleichung. Hm. Das ist natürlich alles ein bisschen blöd gerade, ne? So, der Zug muss jetzt auch mal weg hier. So, die 2 äußeren Gleise, das muss jetzt nochmal umgebaut werden. Die Strecke hier hochzu muss auf jeden Fall komplett zweigleisig werden. Das wird jetzt alles ein bisschen größer, die Umbaumaßnahmen, als geplant. Dann muss der Bahnsteig auch verlängert werden. Weil wir hier lange Züge einsetzen irgendwann mal. Oha, also wir haben jetzt den Umbaumaßnahmen in den nächsten Folgen. Und die geht morgen weiter. Bis morgen, ciao.